Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, nach einer längeren Pause setzen wir heute unsere Serie Tiere suchen Menschen mit dem altdeutschen Hütehund Fly fort, der aus persönlichen Gründen mit seinen beiden Söhnen in der Arche Noah abgegeben wurde. Das Tierheim ist wegen der Corona-Pandemie noch immer geschlossen, aber mit vorheriger telefonischer Abstimmung können Tiere vermittelt werden. Fly hat am 27. Januar seinen 4. Geburtstag. Und es wäre doch sehr schön, wenn er diesen schon bei seinen neuen Menschenfreunden feiern könnte. Er lebte bisher mit seinen Söhnen zusammen auf einem Grundstück. Fly ist ein menschenbezogener, lieber Rüde, der sich gut abrufen lässt, aber noch nicht ganz so gut an der Leine läuft. Der Hübsche ist ein schlauer Hütehund, die bekanntlich Lernmeister sind. Für ihn werden Hütehundfreunde gesucht, die dem aufgeweckten und bewegungsfreudigen Fly ein artgerechtes Leben geben können. Am besten wären Menschen, die selbst gern in der Natur sind und er nicht den ganzen Tag allein sein muss. Im neuen Menschenrudel könnten auch größere Kinder leben, die für ihn mit da sind. Für kleine Kinder ist er noch etwas ungestüm. Ein reiner Wohnungshund soll Fly nicht werden, denn das kennt er nicht. Ein Haus mit Grundstück, wo er aber, wenn er möchte, mit ins Haus darf, wäre perfekt. Man kann bei der Tiervermittlung immer wieder erleben, dass Hunde und Katzen, die vorher nie mit in die Wohnung durften, sehr gern einen Kuschelplatz in der Nähe ihrer Menschen haben. Sogar Straßenhunde können die reinsten Stubenhocker werden. Fly könnte eventuell auch als Zweithund leben, das ist er ja gewöhnt.